Hey, ich bin Tommy und hier ist mein Review zu Dead Space. Hoffentlich kommt der Necromorph nicht wieder. Dead Space ist ein Survival Sci-Fi Horror Game, was für sein Genre Maßstäbe gesetzt hat. Ihr schlüpft in die Rolle von Isaac Clarke, einem Ingenieur, der auf der Weltraumstation Ishimura die Kommunikationsgeräte wiederherstellen soll, aber erstmal an Bord muss er feststellen, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Und damit meine ich, dass das Schiff irreparabel zerstört worden ist, die gesamte Crew fehlt und aus irgendeinem Grund klebt Blut an den Wänden. Am Anfang ist man sich nicht sicher, ob die Ishimura nicht einfach überfallen worden ist, aber sobald man auf seinen ersten Necromorph trifft, ein Zombie-Alien-ähnliches Wesen, weiß man, dass man ganz tief in der Scheiße steckt. Isaac, der schnell versucht, Herr der Lage zu werden und alle zu retten, die noch am Leben sind, wenn es überhaupt welche gibt, die noch am Leben sind, muss sich nun durch ein Necromorph-verseuchtes Schiff kämpfen. Großartig. Und damit fängt der ganze Horror an, denn die Necromorphs sind nicht nur verdammt stark, nein, sie wissen auch, wie man das Schiff am besten zu seinem eigenen Vorteil einsetzt. So verstecken sie sich zum Beispiel im Boden, in den Wänden, auf der Decke, einfach überall. Und das Schlimmste ist, anders als bei anderen Zombies hilft es nicht so viel, wenn ihr einfach nur den Kopf wegballert, denn auch ohne Kopf können die Necromorphs weiterkämpfen, nein, ihr müsst Körperteil um Körperteil einfach abtrennen. Hierbei helfen Isaacs verschiedene Werkzeuge, die nicht einfach herkömmliche Waffen sind, wie zum Beispiel eine Shotgun oder so, sondern wirkliche Space-Tools, wie zum Beispiel eine Nagelpistole oder ein Cutter. Das ist eine der vielen Kleinigkeiten, die ich so sehr mag, genauso wie das Upgrade-System, in dem müsst ihr nämlich in einem vorgefertigten Shop Erweiterungen für eure Waffen und für eure Rüstung kaufen, um sie dadurch zu verbessern. Wohlgemerkt, von 8 möglichen Waffen könnt ihr nur 4 davon mit euch führen, also wählt weise, denn Necromorphs gibt es ohne Ende. Und auch die Necromorphs kommen in verschiedenen Farben, Größen und Formen, also seid auf der Hut. Aber das werdet ihr sowieso sein, denn wenn Dead Space eine Sache richtig gut kann, dann ist es Spannung aufbauen. Dead Space selbst ist ein Third-Person-Shooter, was bedeutet, dass ihr über die Schulter eures Charakters blickt und somit extrem wenig Platz auf dem Bildschirm selbst habt, da euer Charakter ein Drittel davon einnimmt. Außerdem bewegt sich die Kamera nicht wirklich schnell, sondern geht mit dem Charakter mit, was bedeutet, wenn ihr euch umschaut, dann geschieht dies relativ langsam, was aber auch zur Stimmung beiträgt, wenn ihr gerade mal von einem Necromorph angegriffen werdet. Dead Space weiß ganz genau, welche Atmosphäre es übertragen möchte. Wenn es den Spieler hetzen möchte, dann kommen immer mehr Necromorphs hinzu und der Krach innerhalb der Space Station treibt euch fast in den Wahnsinn. Aber wenn es mal still ist, macht es das nicht unbedingt besser, weil ihr hinter jeder Ecke irgendwas Schlimmes erwartet. Die Momente, die mir am besten gefallen haben, waren die, wenn man außerhalb der Ishimura war, also im Vakuum des Weltalls, und man von einem Punkt zum nächsten springt und alles nur noch sehr, sehr gedämpft hört, beziehungsweise eigentlich nur noch Isaacs Herzschlag zu hören ist. Oder die ganz stillen Momente im Schiff, in denen man sich nicht ganz sicher ist, ob man leise Stimmen irgendwo hören kann, oder man sich das Ganze einfach nur noch einbildet. Das Großartige an Dead Space ist, dass es euch nie aus dem Spielgefühl rauswirft. Es gibt zum Beispiel keine Lebensanzeige, weil die Lebensanzeige hinten an Isaacs Wirbelsäule zu sehen ist. Das sind diese kleinen blauen Kanister. Die Munition, die euch übrig bleibt, wird durch ein kleines Hologramm an der Waffe gezeigt. Es gibt kein Pausenmenü, sondern das ist nur ein weiteres Hologramm, was aus Isaacs Rüstung herausscheint und was ihm direkt vor die Augen projiziert wird. Das ist schon irgendwie sehr clever gemacht. Dead Space gehört ganz klar mit all seinen Wendungen innerhalb der Story und mit der großartigen Atmosphäre zu einer meiner absoluten Lieblings-Horror-Games. Und wenn jemand das Spiel noch nicht gespielt hat und mich danach fragt, sage ich immer wieder, hol dir Dead Space, gute Kopfhörer, schalte das Licht in deinem Zimmer aus und dank mir später oder hasse mich dafür, dass ich dir fast einen Herzinfarkt verpasst habe. Ehrlich, es ist kein Spiel für schwache Nerven. Wenn ihr mal getötet werdet, dann sind die Cutscenes extrem brutal und ich würde fast sagen auf Mortal Kombat X Niveau, obwohl ich dort schon auch Fatalities gesehen habe, die deutlich brutaler sind als Dead Space. Aber alle, die einen 10 bis 20 Stunden Schocker suchen, der an die guten alten Resident Evil Teile erinnert und einen gewissen Wiederspielwert hat, da es ein New Game Plus besitzt, in dem man all seine alten Errungenschaften mit sich führen kann, den kann ich Dead Space nur ans Herz legen. Alle anderen, die etwas, naja, sanfter betucht sind, die sollten sich vielleicht mal Until Dawn anschauen. So, das war's zu meinem ersten Horror-Game-Review im Schocktober. Ich bin Tommy Something, fuck die Necromorphs, wir sehen uns. Halt, stopp und willkommen bei der Endcard. Meine Frage an euch ist folgende. Ich habe ja jetzt den Schocktober angefangen und es würde mich interessieren, ob ihr überhaupt auf solche Themenmonate steht. Also einen Monat, wo ich nur ein gewisses Thema bearbeite. Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat und ich euch nicht weiterhelfen konnte, gebt mir einen Daumen nach unten, das ist auch okay. Falls ihr neu auf dem Channel seid, dann klickt da unten auf Abonnieren und ihr seht wöchentlich Top 5s und Reviews und ab und zu mal ein Unboxing oder
irgendein anderes Format, was ich noch habe. Hier an der Seite seht ihr jetzt noch mein letztes Review, und zwar 100 Sekunden Skyrim. Da habe ich innerhalb von 100 Sekunden Skyrim reviewed. Und unten gibt es dann noch mein letztes Review zu Tearaway Unfolded. Viel Spaß damit, wir sehen uns demnächst. Bis bald!